Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Crysis 3. In dieser sehr interessanten Höhle haben wir vorhin aufgehört. Das Haus ist hier alles eingestürzt und wir sind ein bisschen tief gefallen. Und wir haben vor, den Alpha-Seth zu killen. Der vorhat einfach mal ein Wurmloch. Sie denken, ich bin der Alpha-Seth. Alpha-Seth. Ja, danke fürs Unterbrechen. Naja, wie gesagt, also wir wollen den Alpha-Seth killen, der im Prinzip die Menschheit vernichten möchte. Okay, was haben wir denn hier unten? Holy shit, da geht's weit runter. Hier rüber können wir auch laufen. Es ist schon wieder sehr, sehr freies Areal hier. Ich hoffe, wir gehen hier oben rüber. Hier, wo es gerade ein bisschen... Was war das? Alles klar. Schon krass aus. Da vorne sehen wir den Strahl, der das weiße Loch da oben öffnen möchte. So offen hält. Das heißt, genau da unten wird der Alpha-Seth irgendwo sein. Wir rutschen hier mal runter. Halluzinationen, Déjà-vu-Erlebnissen, falschen Erinnerungen, gelegentlich sogar dissoziative Identitätsstörungen. Okay. All diese Visionen von Prophet sind immer so krass. Ist echt gut gemacht. Oh. Alles klar. Ja, sieht mir ziemlich alienhaft hier unten alles aus. Der geschätzten Energiespitze. Xenoself Kampfschiff-Signatur geortet. In 30 Minuten. Okay, wir scannen mal eine Runde. Diese Kristalle sehen ungefähr so cool aus. Wir kaputt machen. Ha. Jo, wir gehen erstmal hier hoch und nehmen uns dieses Upgrade-Paket und hacken dann das hier. Beziehungsweise lassen es hacken für uns, weil wir so faul sind. Was haben wir hier? Ein Mic, genau, was sag ich? Die Mics werden uns nur so hinterhergeschmissen. Granaten, das ist auch gut. Raketenwerfer, sehr schön. Daten. Hopp. Hoppala. Warte, das war dies hier, ne? Self-Kolonialisierung, Stufe 3. Werte Mitglieder der Cell-Direktion, anbei erhalten Sie den sechsten und letzten Teil meines Forschungsberichts über die Spezies und Kolonisierungszyklus der Self. Ich bitte vielmals zu entschuldigen, dass die Lektüre dieses letzten Teils möglicherweise verstörend sein könnte. Dr. J. Keen, Leiter Xeno-Studien. Seth-Kolonisierung, Stufe 3. Können Seth der Stufe 2 eine Welt aufgrund des Widerstands der nativen Bevölkerung nicht terraformen, wird Stufe 3 initialisiert. Stufe 3 bedeutet die Stationierung hochentwickelter Seth-Krieger aus dem Overhive in der M33-Galaxie. Wie bereits erwähnt, wissen wir nicht viel über die Aliens der Stufe 3, aber
von einigen genetischen Parallelen mit den irdischen Seth abgesehen, unterscheiden sie sich vermutlich ganz gänzlich von allem, was wir kennen. Obwohl die Seth der Stufe 2 auf der Erde noch keine 40 Jahre aktiv sind, haben sie sich zu einer perfekten, angepassten und effizienten Armee entwickelt. Die Seth-Krieger von M33 blicken hingegen auf eine halbe Milliarde Jahre Kampferfahrung zurück. Diese Seth sind aller Wahrscheinlichkeit nach das Schlimmste, was passieren kann, sollten wir eines Tages auf sie treffen. Selbst die modernste Armee wird von Seth der Stufe 3 innerhalb wenigen Stunden, wenn nicht Minuten oder gar Sekunden, ausgelöscht, bevor der umkämpfte Planet dann in eine weitere Schwarmwelt transformiert wird. Es gibt verschiedene Wege, Stufe 3 zu initialisieren, doch die Seth bevorzugen die Erzeugung eines Raumzeitwurmlochs, durch das ein vollbewaffnetes Seth-Kampfschiff direkt in den planetennahen Orbit verlegt wird. Sollte jemals ein Kampfschiff mit Stufe 3 Seth die Erde erreichen, kann uns nun noch ein Wunder retten. Ja, das hatten wir vorhin schon so leicht mitbekommen. Finde ich aber echt nicht schlecht. Also ich finde es ist natürlich blöd, wenn das passiert, ne? Aber es ist eine coole Idee, muss man sagen. Wieso haben wir hier Pfeile? Wir haben noch keinen Bogen. Oh doch, wir haben einen Bogen. Aber wir brauchen keine Pfeile mehr, weil der Bogen voll ist. Ah, das heißt, wir haben aktuell ein Mic, eine Pistole, und das hier. Okay, mal schauen, ob wir irgendwie bei dem hier noch was umstellen können. Haben wir aktuell. Ah, das sieht gar nicht schlecht aus. Wobei, das ist eigentlich für Nahkampf ein bisschen besser geeignet. Oh. Oh, lala. Okay, wir haben Feinde, Leute. Auf jeden Fall packe ich jetzt hier mal unser Schleichpaket rein, damit wir hier ein bisschen stealthier. Das Labyrinth zu betreten und dann endlich den Minotaurus zu stellen. Seth, mein Carrier. Wir werden vorher uns mal anschauen, was hier rumliegt. Ah, nice! Eine Reaper-Kanone von dem Vernichter. Hallo? Ist halt das größte Problem von uns ist aktuell, dass wir halt keine Energie haben für Panzer- oder Tarnmodus. Das macht dieses Level halt nochmal relativ schwierig. Aber wir können immerhin. Oh, scheiße! Wir können aber immerhin hier diese Minenfelder für uns einsetzen. Gott sei Dank merkt die Viecher nicht, dass man sie am Hacken ist. Der Scorcher da hinten, der könnte nämlich unangenehm werden. Ah, geht doch. Den Scorcher haben wir gekillt. Können wir noch mehr hacken? Ja, hier unten können wir was hacken. Wieder ein Scorcher. Nein, verdammt, so knapp. Ah, diese Minigames sind nicht immer so einfach. Wir könnten auch das Sensor-Upgrade einfach uns kurz reinhauen, dann geht es alles etwas einfacher. Gott, bin ich unfähig. What? Der lebt wieder? Okay, dann hacken wir kurz mal auch mal den. Weil ich glaube, dann können wir nämlich seine Waffe benutzen. Oder so. Können wir eben die. Ah, geht auch jetzt auf den ersten Versuch. Oh. Ich glaube, man hat uns gesehen. Ja, leider hast du dich in die falsche Richtung gedreht.
oh nein, fuck. Okay, unsere Reaper-Kanone ist fertig. Okay, das war, ist gerade mal gut gelaufen. Aber ihr seht schon, dass es echt heftig sein kann, gegen die zu kämpfen, ohne unsere guten alten Panzermodus. Sie gehen zwar schnell down, das ist der Vorteil, durch dieses Mike-Gewehr vor allem, aber wir gehen für auch so mega schnell down. Fuck. Oh nein. Wir gehen für auch genauso schnell down, das ist das Problem. Ach, war das... Ach so, das war... So ein Teil. Können wir das hacken, ohne dass es uns sieht? Ah, verdammt. Okay, ich glaube, das wird schwierig. Auf jeden Fall haben wir hier einen Mörser gefunden. Oh je, ich glaube, wir sind ein bisschen in der Zickmühle. Hier ist der Mine Carrier. Den brauchen wir. Warte, das ist hier der normale Modus vom Mörser. Dann werden wir den Modus reinpacken, der ist stärker. Okay, wir haben es gekillt. Wir haben zwar ordentlich Damage genommen, aber wir haben es gekillt. Jawohl! The Snipes are real. Oder auch nicht. Fuck! Okay, was können wir da machen? Okay, wir haben hier vorhin einige Ceph-Energieteile. Die brauchen wir später noch. Dafür kann ich euch spoilern. Wir werden jetzt vielleicht einfach mit unserem Bogen killen. Oh je, welche Scheiße. Der war viel zu leicht eingestellt. Das ist mega ineffektiv. Wenn schon auf der höchsten Stufe. Wo ist denn der? Ach, da unten ist einer. Mein Gott. Sagt das mir doch mal jemand. Hallo? Hallo? Kuckuck. Fuck. Guck raus. Nein! Oh Gott. Was? Wieso hat er nicht getroffen? Diese. Ich verfehl einen Schuss nach dem anderen. Das ist ungefähr peinlich. Ja, Alter. Das ist doch ein Witz. Kann mal jemand sagen, wieso ich den nicht treffe? Jetzt das. Energie niedrig, ja, was du nicht sagst. So, hier vorne sind jetzt die ganzen Pfeile. Und ihr seht schon, die ganzen Alien-Waffen, die hier oben rumflacken. Haben seinen Sinn, werdet ihr gleich sehen. Spoiler. Ich will hier die coole. Alles ja. Wie es hart abgeht. Pfeile einsammeln ist wichtig. So, jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier haben. Oh, das ist so nice, dieser Modus hier. Ja, wir bekommen keinen Schaden, Leute, wie ihr gerade bemerkt, weil
Oh nein, er hat es überlebt. Das ist ärgerlich. Weil wir überladen sind, unser Anzug, besser gesagt. Und in diesem Zustand der externen Energiequelle erschöpft, hört ihr jetzt zum Beispiel. Das heißt, wir müssen hier runterlatschen zu der nächsten externen Energiequelle, die ist hier. Können wir es hier. Oh nein, 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 ich möchte meinen Mörser benutzen. Weil, diese ich brauche mehr. Die tut gleichzeitig im Prinzip. Wo bist denn du? Unsere Anzugenergie speisen, das heißt, das, was wir unendlich viel. Ah, oh, blub. Unendlich viel Damage kriegen können durch unseren Panzermodus. Und, das gibt uns unendlich viel Munition für diese geilen Seth-Waffen. Hat der gerade eine Schwarze drin? Krasser Scheiß. Waren das alle? Nice. Nein, das waren nicht alle, oder? Doch. Okay, da hinten ist der nächste Minecraft. Nee. Nee, wir sollen tief in die Höhle fahren. So. Ist immer noch relativ überladen. Schick. Freiheitsstrahl. 61%. Energiespitze. Wurmloch. Maximale Ausdehnung. Xenoseth Kampfschiff. 25 Minuten. Oh je, es wird jetzt langsam knapp, muss man sagen. Ah, ist so geil, das Teil Freiheitsstrahl zu nennen. Wir haben unser Wesen grundlegend verändert. Wir hatten nur diese Chance. Wir mussten wie sie werden. Aber die Stimme von dem Rush ist auch so gut. Also so eine schöne Synchronisation. Was haben wir denn hier? Da passt jemand auf uns auf. Erst überleben wir den Einsturz und jetzt das. Diese Duselbrüder. Verdammt, ja. Oh, Scheiße. Er schwankt. Er stürzt ein. Los, los. Ja, das gesamte Kram hier wird wohl noch ein bisschen instabil sein, denke ich. Was haben wir hier? Spezialmunition. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir nämlich sehr viel Munition hier für unseren Mike. Und wir haben auch viel Munition jetzt für unseren. Okay, Pfeile haben wir alle aufgesammelt. Wir haben hier auch die Brandmunition für unsere Pistole. Das ist auch sehr schön. Okay, das Sensor-Upgrade war eigentlich echt angenehmer, aber okay. Wir haben jetzt immerhin wieder unser. Oh, wir kriegen einen Sniper jetzt hier. Auf jeden Fall ist ein Sniper besser als die Pistole. Was haben wir denn hier für Möglichkeiten? Wir können den Schaden verringern, dafür einen Schalldämpfer draufpacken. Und ein. Oh ja, okay. Wir behalten es einfach mal so als lange Strecken-Leute-Kill-Gerät. Okay. Wir haben eine sekundäre Quest bekommen. Cell Anflugfeuer untersuchen. Alles klar. Das schauen wir uns doch gerne mal an. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn man hier runterfällt. Das ist nur so meine Vermutung. Vielleicht geht es auch weiter, aber. Nein. Witch? Man überlebt es, wenn man hier runterfällt? Und wo sind wir jetzt? Okay, GG. Ach komm, so ein Scheiß. Jetzt müssen wir wieder hochlaufen, oder was? Ah, Mann. Ärgerlich. Gelände hier. Kommen wir hier hoch? Ja, wir kommen hier hoch, tatsächlich. Oh, oder auch nicht.
Können wir hier rüberspringen? Ja, können wir. Das ist gut. Ja, wir haben ja fast gar keine Zeit dadurch jetzt verloren. Das entpuppt sich hier langsam zu einem Jump and Run, muss man sagen. Warte, dann springen wir hier direkt hier rüber. Statt... Ah, man hätte hier hinten gar nicht langlaufen sollen. Okay, alles klar. Dann lasst uns hier langlaufen. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Gauss-Sabot-Gun. Nice. Die werde ich ungefähr 10-mal lieber benutzen als diesen ballistischen Sniper hier. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Was... Es gibt so eine Theorie von so einem Gauss-Gewehr. Ich weiß aber erst gar nicht mehr, was das genau ist. Also, falls ihr dazu möglicherweise Ahnung habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Interessiert mich. Aber ich glaube, ihr wisst ja, was ich meine. So ein Sniper ist nicht das Geilste. Jetzt haben wir hier Spezialmunition. Ja, brauche ich gerade nicht. Pfeile. Wir sind viel zu munitionssparend, Leute. Das ist echt auffällig. Ein Mind Carrier. Ich kann ihre Energie gegen sie einsetzen. Okay, das heißt, hier ist das Anflugfeuer, was wir untersuchen sollten. Da hinten ist der Mind Carrier. Da auch. Ganz viele Gegner. Okay. Challenge accepted. Geschütztürme. Oh, ich höre da hinten schon einen Pinger rumpingen. Oh, tatsächlich dort. Warte. Das Teil hier unten hacken wir doch mal. Das Teil gegen Pinger. Wer gewinnt? Der Pinger schießt halt auf mich. What the fuck? Wieso? Wieso schießt der Pinger jetzt auf mich noch einmal? Ja, okay, ich. So einen Pinger zu verfehlen, ist glaube ich ungefähr mega, mega schwierig. Jetzt hat Pinger ist down. Das ist gut. Ah, das Teil da hinten können wir auch killen. Das ist ungefähr so nice, dieser Feuermodus. Ja, okay. Fuck off, dann killen wir es halt so. Ah, nein! Also wie krass, ungefähr das Visier verzieht, wenn wir hier getroffen werden. Oh nein! Scheiße, das killt mich halt. Ah, der Pinker war tot, ne? Der Pinker war tot, okay. Warte, dann schauen wir nochmal genau. Wo ist die Mitte von meinem Bildschirm? Treffen wir das Teil so? Ich behaupte einfach mal, jetzt sollten wir es treffen. Wir treffen es halt wieder nicht, so ein Scheiß. SMG haben wir hier. Okay, entfernen wir mal. Weil unsere Seth-Waffe halt schon wieder draufgegangen ist ungefähr. Okay. Oh, lol. Oh, fuck. Okay. Wir haben neue Gegner, Leute. Wir haben hier einen Grunt. Noch einen Grunt und einen Sniper, oder? Haben wir nicht einen Sniper noch dabei gehabt? Ich meine, irgendwas war ein bisschen distanzierter. Haben wir wieder einen Mike, ein paar Sprengladungen. Solange wir Sachen zum Hacken haben, ist immer gut. So. Der hier ist schon wieder kaputt, oder was? Nee. Ah, einfach kein Ziel. Hahaha. Nice, wie effektiv die Teile sind. So müssten wir einfach die Viecher nicht selber killen. Sondern wir können diese automatischen Angriffstürme nicht killen lassen. Auf jeden Fall haben wir hier unser Gauss Rifle. Das nehmen wir natürlich anstatt unseres Snipers, weil das Gauss Rifle einfach ziemlich geiler ist als der Sniper. Hier unten liegt ein bisschen. Das ist normale Munition. Hallo? Nice.
Ja, okay, das ist natürlich, bringt uns jetzt auch nicht mehr ganz so viel. Hallo? Okay. Ach, von hier können wir versuchen, das Halle zu zerstören, was? Ja, sicherlich. Und ich hab... Wieso stirbt denn das nicht? Das ist ein Scheiß. Hat er es nicht gespeichert gehabt, nachdem wir hier unser, na genau. Naja, egal. Okay. Okay, versuchen wir noch einmal, dieses Teil mit dem Mörser zu killen. Und es trifft wieder nicht. So ein Scheiß. Wir werden wieder angeschossen. Okay. Okay, okay, dann machen wir diese Szenerie halt noch einmal. Was haben wir eigentlich gerade für ein komisches Nanosuit-Upgrade-Paket drin? Mal ganz blöd gefragt. Wir haben Schleichen drin. Ich lade mal das für Nahkampf. Alter, wie lange es halt dauert, bis die Viecher draufgehen durch den normalen Sniper. Da seht ihr einfach, wie kacke der ist im Vergleich zum Ghost Rifle. Ja, wie viel Schaden hat der? Ja, der Chart einfach mal voll. Aber wir werden uns ein anderes Visier draufpacken. Und zwar vorübergehend erstmal das hier. Das werden wir mal markieren. So. Komm, diesen Teil. Oh, wie viele Raketenwerfer da hinten rumliegen. Krasser Scheiß. Das heißt, wir nehmen jetzt immer unseren Raketenwerfer. Und versuchen damit. Jawohl, das hat funktioniert. Okay, dann sind die nächsten Gegner. Es ist nur einer, komisch. Sehr komisch. Okay, verdammt. Das hat nicht gut getroffen. Ah, je, oh je. Ach, hier oben waren die. Cool. Können leider nicht mehr tragen. Oh, schade. Oh Gott. Ja, okay, ich hätte vorziehen müssen. Ich sehe es ja ein. Tschö. Okay. Wir können ja nochmal versuchen, ob wir vielleicht mit diesem Panzer hier ein paar Sachen ausschalten können. Das Problem ist nur, auf dieser Schwierigkeit, da zerlegen diese Teile, die Seth einfach mal den Panzer. Und zwar ohne Schwierigkeit. Losfahren können wir leider nicht mit dem Teil, aber... Aber okay. Ja, das wird wohl auch nichts hier. Haben wir Munition für unser Ghost Rifle. Okay. Dieser Soundeffekt ist ungefähr der Hammer. Da vorne ist noch ein Grunt. Komm, wir haben noch drei Schüsse und drei markierte Gegner. Nummer eins. Wo sind denn die hier, mein Gott? Tschö. Da hinten ist auch noch einer. Gott, sind die alle weit weg, Mann. Ich glaube, ich laufe nochmal schnell zurück und hole mir nochmal ein bisschen Munition. So. Das Gauss-Gewehr wäre voll. Warte. Ich habe was gehört.
Ah ja, da oben. Was haben wir hier für einen? Wieder nur einen Grunt, mein Gott. Das ist aber witzig, wir haben jetzt gerade nur Waffen, die Spezialmunition benötigen, witzigerweise, ne? Ein Gauss Rifle. Oh fuck. Gauss Rifle und dieses Mike-Gewehr. Wir können ja mal versuchen, dass wir die vielleicht durch den Panzer killen oder so. Ne, warte. Wir lassen den Panzer. Der geht mir nur kaputt. Wir hacken nochmal das Teil. Hm, was zielst du auf mich? Zieh auf das Teil hin. Ja, gut so. Schön. Dann holen wir uns halt noch hier oben. Gut. Nein. Okay. Dieses schwere MG hier oben. Das ist immer gut. Solange man nicht gleichzeitig von vielen angegriffen wird, ist das eigentlich immer gut machbar. Ah, bleib stehen. 74, Energiespitze, Kampfschiff. Das ist gut. Ach, über mir ist der Kerl. Alles klar. Ach, oben sind auch noch ein paar Alienwaffen, sehe ich gerade. Wobei ich sagen muss, dass dieses MG eigentlich fast so gut ist wie eine Alien-Waffe. Weil die Alien-Waffen gehen vor allem sowas von schnell leer. Oh nein! Das war natürlich ein bisschen inkompetent. Oh, da hinten! Hallo Freunde. Wackelt mal nicht, ich muss euch scannen. Alles klar. So, wo seid ihr? Da unten ist einer. Zack, zack, zack. Ah, warte, was ist hinter mir? Really? Halt echt was hinter mir! Oh mein Gott! Ei, das war's. Ist auch noch nicht so die beste Idee. Holy crap. Was kommt denn hinter mir, Mann? Das hat mich jetzt gerade überrascht. Aber okay. Lief ja noch alles gut. Dann gehen wir mal hier oben. Schauen, ob wir hier noch mehr Leute finden. Die wir mit diesem MG killen können. Werden hier Waffen auch nur so hinterhergeschmissen. Grendel gibt es da hinten noch. Aber ich finde, unser Set reicht gerade aus. Grendel und so Kram ist eigentlich eh relativ gut auch für normale Leute. Brauchen wir nicht wirklich. Brauchen wir nicht unbedingt gegen Aliens. Gegen Aliens ist das Mike-Teil schon viel besser. Und wir haben eine Secondary Quest bekommen, das ist nett, schön. Die werden wir gleich mal verfolgen. Wenn wir die da hinten auf Long Range gesniped haben. Den haben wir sogar, schön. Treffen wir überhaupt? Glaub nicht. Wo bist du? Komm. Eins, zwei. Oh, warte mal kurz. Hallo? Oh, warte mal kurz. Ups. Haha! Oh, da krieg ich auch ein paar Punkte für Style.
Das finde ich schlecht. Okay, nachladen hätten wir jetzt vielleicht nicht unbedingt brauchen, aber... That was too easy. Okay, hier brauchen wir mal kurz unseren Sniper, würde ich sagen. Hallo. Scorcher. Blub. Scorcher machen diese schönen Feuerwerke. Oh, hallo. Ich bin so froh, dass dieses Ghost Rifle also One-Hit macht. Das ist echt angenehm, muss man sagen. Pfeile. Als ob wir Pfeile benötigen würden. Oh, warte. Diese ganzen Seth einfach von sonst wo auftauchen. Unglaublich. Aber ich glaube, wir haben hier eh ein bisschen Problem. Wir können jetzt vor allem nicht einfach so einen Cut machen oder so, weil wir sind mitten gerade in der. Oh je, das ist ein bisschen. Ah, wir haben ihn sogar. Es war nicht so die richtige Entfernung, um unser Ghost Rifle zu benutzen eigentlich, aber okay. Blub. Wo ist der nächste? Da oben ist der nächste. Komm, hier. Hört sich so nicht auch eure Mikrowelle an, Leute? Ich finde schon, ne? Alles klar. Ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, werden wir einfach mal kurz die Nebenquest erfüllen. Und irgendein komisches Kühlsystem, glaube ich, ausschalten. Es hat sich so angehört, als ob es deren Schwäche wäre. Oh je. Wie komme ich jetzt da hin? Ganz blöd gefragt mal. Okay, hier runter können wir schon mal jumpen. Aha. Mit Seth-Hologramm interagieren. Kühlsysteme abschalten. Nice. Ja, das freut mich. Ich weiß jetzt zwar nicht unbedingt, was das jetzt gerade gebracht hat, aber okay. Dann lass mal den Mind Carrier nähern. Nicht nur ein Anzug, ein Exoskelett. Sie haben etwas, Prophet. Etwas, das die Seth nie haben oder verstehen werden. Genau, Du willst mir was sagen, hä? Du denkst, die Aufladung des Nanosuits kann dir nichts anhaben? Dann pass mal auf! Jupp, sehe ich genauso, dürfen wir dieselben Spaß machen wie vorhin. Oh, hallo! Alter, das hat den Vernichter gewonnen. Das ist ja krass. Okay, wir müssen uns mal wieder eine Energiequelle suchen, glaube ich. Hier muss noch ein Mind Carrier sein. Fuck. Okay, ist ein bisschen useless, glaube ich. Oh shit. Oh shit, hoppala. Verdammt, wir brauchen so ein Batteriedings. Da vorne ist eins. Ohne Batteriedings ist es nämlich ziemlich scheiße. Okay, hier ist ein Gegner. Den können wir noch ausschalten, denke ich. Erstmal ordentlich Pumps gemacht. Wir rennen jetzt einfach mal kurz zu dieser Batterie runter. Oh, hallo!
Ich glaube, das war's, oder? Das war's, glaube ich. Nee, es war's nicht. Oh, fuck. Falsche Taste. Oh, scheiße. Okay, ich glaube, wir werden dann hier mal einen Cut machen. Ich habe die Folge war eh schon wieder deutlich länger. Und das ich hoffe, ihr schaltet zur nächsten Folge wieder ein. Ich glaube, es wird nämlich die letzte sein. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge Let's Play Crysis 3. Tschüss.